Sieg. Charles' sorgenschwere Herrschaft ist beendet. Eivor kehrt zurück nach Meklidunum, um sich mit Tucker und ihren Verbündeten zu beraten. Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Eivor, endlich können wir vernünftig reden. Was ist mit Richardis? Hast du Charles getroffen? Richardis lebt noch. Charles nicht. Welch unerwartetes Geschenk! Dann ist heute ein Tag zum Feiern. Sanitat! Dich kennenzulernen war bemerkenswert, Eivor. Du bist nicht weniger rätselhaft als die anderen Nordlinge, die ich traf. Hoffen wir, dass es noch mehr wie dich gibt. Ich muss jetzt gehen und den Thron übernehmen. Ich wünsche dir eine sichere Reise zurück nach England. Deine größten Prüfungen liegen noch vor dir, Graf Odo. Ich hoffe, du hast die nötige Stärke. Das hoffe ich auch. Ist es denn weise, ihm zu vertrauen? Ja, du, ich kann das Leben auch nicht hervorsehen. Es tut mir leid, Toka. Wenn ich das könnte, hätte ich auch schon hier, da wäre ich Millionär, ja? Dann könnte ich Lottozahlen voraussagen. Aber Odo ist ein Mann von Ehre. Weiß ich nicht. Es ist nie weise, jemanden zu trauen. Das wahrscheinlich eher. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Das ist natürlich, das, wenn man nicht so pessimistisch ran möchte. Das mache ich jetzt mal. Die Zukunft ist immer unklar. Niemand weiß, ob Odo seine Ziele überhaupt erreicht. Wie soll ich dann weitermachen? Das kann ich dir nicht sagen. Du bist jetzt die Anführerin deines Clans. Dein Instinkt wird seine Zukunft bestimmen. Ich habe viel zu verdauen. Bleibe deiner Ehre treu und bringe deinen Leuten Ruhm. Wenn du das tust, kannst du nicht scheitern. Ich gebe Bescheid, sollten die Franken wieder einen Hunger auf Englerland entwickeln. Was deine Beziehung zu Odo angeht, du könntest ihm das Land zurückgeben, das Charles Siegfried versprach. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Ehe du gehst, nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Tucker.
Ja, das war die zweite Erweiterung Assassin's Creed Valhalla, die Belagerung von Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir diesen Weg hier zu gehen. Wenn ja, dann gerne ein Like geben. Das würde mich sehr freuen.